Hi und herzlich willkommen nach etwas längerer Zeit mal wieder zu einem neuen Video. Ich zeige dir heute 5 Tipps, um cinematischere Videos zu machen. Oft nehmen wir einen ziemlich coolen Shot auf und fragen uns, warum das Bild so flach und unnatürlich aussieht. Das liegt daran, dass wir keinen Vordergrund in unserem Shot haben, denn dieser macht das Bild dynamischer. Und vor allem Bewegung macht das Bild auch noch viel dynamischer. Also Bewegung und Vordergrund in einem Shot ist direkt 1000-mal besser als irgend so eine nicht bewegte Aufnahme von einem Stativ. Einfach Cut setzen ist langweilig und sieht auch nicht wirklich cinematisch aus. Damit aus deinem Clip ein cinematisches Video wird, musst du die einzelnen Shots mit Übergängen verbinden. Am coolsten sind dabei die Übergänge, die man schon während der Aufnahme im Kopf hat und nicht einfach während des Schneidens drüber legt. Ich sehe so oft Videos mit Liedern, die einfach jeder schon gehört hat. Ganz gleich, ob irgendein Vlog-Song mit 8 Millionen Aufrufen oder ein Remix, man kennt sie halt alle schon. Ich würde euch empfehlen, auf YouTube oder Epidemic Sounds nachzugucken, denn da gibt es echt neuartige, coole Lieder, die noch nicht so oft verwendet wurden. Und auf YouTube müsst ihr halt leider drauf gucken, ob es copyright-free ist. Aber wenn es copyright-free ist, dann könnt ihr es auf jeden Fall benutzen. Und auf Epidemic müsst ihr halt ein bisschen bezahlen. Aber dafür kriegt ihr ziemlich viele coole Soundeffekte und Songs. Mit den richtigen Soundeffekten kann man ein Video um über 50% verbessern. Wenn ihr ein Tutorial dazu wollt, schreibt es doch gerne in die Kommentare, dann mache ich ein kleines Tutorial dazu. Und jetzt seht ihr mal einen Clip von Samcoder mit und ohne Soundeffekte. Jetzt zum Schluss würde ich euch noch empfehlen, macht nicht eure Lieblings-YouTuber nach, sondern nehmt euch dezente Dinge aus ihren Videos mit und setzt die selber um, aber auf eure Art, damit ihr euren eigenen Stil kreiert. Denn du willst ja nicht, dass die Leute sagen, boah, das Video sieht ja aus wie von Jonah Plank, sondern du willst, dass die Leute sagen, boah, das Video sieht ja aus wie das, was du gemacht hast. Deswegen schau dir nur kleine Sachen von anderen ab, aber lerne durch deine Kreativität coole Videos machen. Und das dauert oft auch ein bisschen länger, aber es macht ziemlich viel Spaß, vor allem das Lernen. Und dann die coolen Ergebnisse zu sehen, ist echt mega cool. Bis in spätestens 3-4 Wochen, keine Ahnung. Bis dann. Ciao.